Wir sind hier wieder zurück bei Anno 2070 und ich wollte gerade, wenn die Pause aufgehoben wird, Hab ich schon. Ich kam nur aus dem Postkartenansichtsmodus nicht so ohne ein Forschungslabor hin basteln. Ja, und ich wollte die Schiffe entladen, da war ich das letzte Mal stehen geblieben. Solo. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Marco? Was? Polo? Du hast doch gerade Polo gesagt. Ich hab YOLO. Ach, YOLO, ich hab Polo verstanden. So, dann haben wir hier schon mal wenigstens Dinge. Und zwar ganz viele Dinge. Dann fahre ich nochmal einmal schnell zu dir da nach oben und hol mir ein bisschen Öl ab, wenn du welches hast. Maximum. Mit welchem Schiff fahre ich gerade? Mit dem, was voll ist? Na toll, bin ein Genie. Maximum, was ist denn Maximum? Wie viel ist das? 135. Gut, dann komme ich mit dem zweiten. Maximum. Da oben ist doch deine Kraken, die kann das doch machen. Wo ist die denn? Ist die da? Ja. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Egal, dann mache ich das eben jetzt. Öl, 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 Öl. Geld, 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 Geld. Und unser Geld sieht auch sehr gut aus. Moment, bitte beschwör es nicht. Ey, was machst du? Hä? Was mach ich wo? Das sah aus, als würdest du Essen aufladen. Essen? Nein. Unter Wasser. Ich hab Öl geladen. Unter Wasser essen. So, dann kann ich das Schiff auch schon mal wieder da runter schicken. Oh, Keto kommt. Keto kommt. Ich muss das Kontor abreißen. Geh weg, Keto. Oh, umdrehen. Umdrehen, abhauen. Beleidigt sein. Geh weg, Keto. Keiner mag dich. Er nimmt uns den ganzen Spaß. So, dann kann ich jetzt ein bisschen weiter bauen. Deswegen hasst sie uns. Ja, weil wir den Spaß nicht gönnen, uns zu töten. Ja. So, ich wollte Plastikdosenproduktion erweitern ein bisschen. Muss ich? Wollte ich nicht? Muss ich? Wo kann ich die denn am besten hinstellen? Da kommen noch Ölbohrer hin, dann stehe ich die am besten da nochmal zwischen, ne? Weiß nicht. Wenn du eine feste Handelsroute hast, dann wird es wahrscheinlich leichter sein. Ja, definitiv wird das dann leichter. Auch mit den Rohrouten und, Was für Routen spielst du an? Viele. Die Route von Knecht Ruprecht. Die ist lang und hart. Was erzähle ich hier? Was ist los mit mir? Die ist hart und borstig. Shio schreibt mich gerade an, das Lied geht für dich. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich weiß es nicht. Ja, du weißt doch, er liebt dich. Verdammt, er liebt mich, er liebt mich nicht. Ich habe keine Ahnung, Mann. Aber ich nicht. Egal. Uran wollte ich abbauen. Da war ich stehen geblieben beim letzten Mal. Kontor steht, ne? Für dein Schiff. Hä? Kontor steht. Warum? Warum? Warum hast du für ein Schiff Kontor gebaut? Ach, du hast selber gebaut. Gemeint. Alarm, ja. Feuerausbruch. Irgendwo brennt's. Auf deiner Insel? Ich weiß es nicht. Wo brennt's? Ja, es brennt. Kümmer dich drum. Kümmer liegen. So, meine Freunde. Löscht. Löscht so hart wie es noch nie gelöscht hat. Was tust? Was? Taragi? Nein. Unser Alkohol sinkt, glaube ich. Oder er steigt so langsam, dass ich es nicht wahrnehme. Das könnte ich jetzt nicht mal mit Sicherheit sagen. War ich nicht gerade noch ein zweites Schiff? Nee, ich habe nur eins runtergeschickt. Nicht so viel rumeideln, das nervt. Ach, Kerosin wollte ich ja letztes Mal aufgeladen haben. Sollte ich vielleicht mal eben tun. Die Produktion weiterläuft. Okay, das reicht. Kerosin, Technokram, da. Her damit, her damit, her damit, her damit, her damit. Kerosin ist voll. Öl, abladen, abladen, abladen. Öl ist voll. Was? Wie? Ich hab, ich hab wieder Standbild, verdammt. Bei mir... Oh, mindestens einer der Teilnehmer Computer blockiert. Mann, ich kann es schon wieder nicht lesen. Ich habe die Leitung gejammt. So, dann versuche ich mal. Ah, so, ich habe das ganze Öl eingeladen gekriegt. Ich wollte gerade Kaffee anbauen, aber anbauen. Anbauen. Aber dafür brauchen wir Zucker. Okay, ich kaufe mir Zucker. Das böse Wort. Das ist zwar auch ein Insider, aber Taragi, nicht das böse Wort.
Drucker. Ja, du weißt ganz genau warum. Schokolade? Schokolade! Oh, scheiße. Oh Mann, wir haben 2 Uhr. Es ist 1.33 Uhr, Mr. 2 Uhr. Also 2 Uhr. Ich runde auf. Ja, ist klar. Kohlestatus, wie sieht's aus? Wie viel habe ich noch? 12 Tonnen Tendenz fallend. Geil. Ich brauche mehr Kohle. Wo kann man denn hier noch Kohle abbauen? Überall. Moment, ich könnte einen Kohleradbagger bauen. Weißt du, wie viele ich davon jetzt gerade baue? Ein Kohlehobel. Das bringt das dauert, mir nicht viel. Die Bauchance, Entwicklungszeit dauert 12 Minuten. Dafür erhöht sich dein Rohstoff um 18.000. Tja, tu dir keinen Zwang an, aber ich habe hier eigentlich auch noch Kohle. Das ist nicht das große Problem. Ich habe hier noch 111.000 Tonnen. Okay, dann baue ich das nicht. Ich hab noch. Mir geht's gut. Ich habe nur gerade ein bisschen ausbauen müssen. Wenn Sie mich dann bitte entschuldigen. Hä? Was ist mit dem los? Was will der? Nicht genügend Baumaterial? Shit, ich brauche Stahl dafür. Kacke! Ich frag mich gerade, funktioniert das Saatgut? Was weiß ich, welches Wenn man Saatgut? Kein Dingens hat, kein Kontor. Was weiß ich denn? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. So, Stahlproduktion sollte jetzt auch... Oh shit, dafür brauche ich doch, auch Eisen, dann muss ich mal die Eisen. Die sind auch in den Warendepots, es funktioniert. Batz, die muss ich mal eben lahmlegen, komplett. Ich brauche Stahl, ich muss Eisen mal eben komplett lähmen. Ja, Stahl, wir brauchen Stahl. Oh, ich habe Eisenschmelzen gebaut, ich bin ein Genie, die wollte ich doch gar nicht. Stahl, wir brauchen Stahl. Und Katzenstreu macht hart, wie Kropfstahl. Ein Hallo an alle, die Werner geguckt haben. Ich hoffe mal, es waren alle Anwesenden. Ich kenne keinen Werner. Hä? Hier los, warum geht das nicht? Achso. Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Nein. Ich brauche Stahl. Nein! Alter, ich bin zu doof, um dieses scheiß Item einzusetzen. Ach komm schon, eine Tonne Beton, das wird doch wohl noch. Alter, gehen. Jetzt los. Schmeiß das Item nicht immer ins Wasser. Warum machst du das? Registriere Energieknappheit. Das nervt. Ich habe keine Kraftwerke mehr. Doch, würde schon sagen. Vielen Kann Dank wahr sein. Für die Blumen. So. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Auch etwas, was wir früher alle geguckt haben. Ja, genauso wie Paulchen Panther. Der Raggi. Na? Wo war die Melodie gerade her? Das war doch immer von, Dingens. Dingens? Wie hieß es? Die Katze und diese Maus. Das war Tom doch mit Jerry. Den Rosen. Stimmt, du hast recht, das war Tom und Jerry. Ja. Oh, scheiße. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja, ihr Leute? Los! Warnung. Ich hab keine Ahnung. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Du wirst den Barracudas zu mächtig, aber mit. Los! Versorgung mit Luxusgütern. Ja, 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 ja. Oh mein Gott, sie wollen Luxus. Lieber ein Leben. Das war doch ein Spottpreis für dein Leben. Lieber ein Leben als Feigling. Okay. Lieber ein lebender Feigling als ein. Ich kann nicht weiterlesen. Toter Held. Ah. Oh fuck, wir sind lebende Feiglinge. Ich bin nicht feige, ich hab nur Geld. Ah, wir haben kein Geld. Guck mal auf unsere Bilanzen, was zum Teufel? Verschuldung erreicht kritischen Wert. Was? Achso, die. Ah, ich weiß, warum die Plastikdosen sind alle. Ich habe kein Schiff mit Plastikdosen hier unten. Ich muss mal ganz schnell. Oh, das geht ja gar nicht. Warnung. Aha! Produktion gestoppt. Abladen, 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 abladen. Oh, fuck. Ja, ich komme mit 160 Tonnen sofort. Oder 120, mir fährt mein Schiff nicht. Bin auf dem Weg, bin auf dem Weg, bin dabei. Das ist prima. Prima Kolonie. Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Ja, damit wären wir wieder bei der Lust. Ach, du hörst nur immer die Wörter, die du hören Ey, willst. Ey, du hast das vorhin gesagt. Was ist los mit dir? Was? Niemals. Doch, du Wer, hast das ich? Vorhin gesagt. Niemals. Wer dann?
Ja, Nacko hat den Keks aus der Keksdose geklaut. Hä? Ja, natürlich. Wieso? Ist das ein Geheimnis gewesen? Oh Mann, ey. Kindergartenspiele, ey. Ach ja, das war noch schlimm. Mein Öl steigt! Ich hab's geschafft! Irgendwie. Ich hab keine Ahnung wie. Wahrscheinlich, weil die Plastikdosenproduktion voll war. Schaffe ich das, dass die Schiffe ankommen, bevor Keto hier ist? Ich bin mir nicht sicher. Mal schauen. Ich will das Kontor nicht abreißen. Ich glaube, das passt noch. Wäre noch knapp. Aber lassen die da meine Schiffe in Ruhe? Im Schifffahrtsabkommen, oder? Ja, sie lässt die Schiffe in Ruhe, solange es kein Kriegsschiff ist. Ne, Handelsschiffe. Alles Handelsschiffe. Kriegsschiff, das wird sofort geraidet. Das ist irrelevant. Und zwar von einer 40-Mann-Inni. Burger, Burger, Burger. Alles hergeben. Alle Burger hergeben. Ab da unten hin. Kannst wieder fahren. Wo ist das andere Schiff? Wo ist das andere Schiff? Wo ist das andere Schiff? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ich sehe es nicht. Das müsste all... eigentlich reichen. Dieses kleine... Verpisst euch! Eine kleine Produktion an Kaffee müsste reichen für die... Leute. So, da kommt jetzt gerade... Oh, unser Geld. Oh, scheiße. Cheat. Also Plastikdosen sind gleich im Hafen. Sind so gut wie da. Sofort löschen die Ladung. Besiegen Sie alle Mitspieler in diesem Sektor. Verbleibende Spieler 2. Von 2. Ja. Wir sind super. Plastikdosen sind da. Burger leider noch nicht. Die sind auf dem Weg mit dem Trimaran. Ja, ich habe den Trimaran bei mir vorbei düsen sehen. Der ist genau gerade bei dir. Düsen mit ist 160 relativ. Tonnen Burger. Ja, wie soll denn der noch rasen? Der ist voll. Vor allem, wie passt 160 Tonnen in so ein kleines, mickriges Ding? Wobei das kleiner ist als die Frachtschiffe, ne? Das ist einfach nur ein Cockpit. Das ist irrelevant. Das ziehe ich in einem Netz hinter mir her. Boah, könnte sogar funktionieren. Frisch gespülte, frisch gesalzene Burger. Könnte sogar funktionieren. Los, Getränke, lauft an! Also, nicht anlaufen, sondern, laufen. Also, auch nicht laufen, sondern... Auslaufen? Na, das ist auch doof, wenn die Getränke auslaufen. Was sagt der Alkohol im Moment? Er fällt. Ich muss die Alkoholproduktion ankurbeln. Wir haben nicht mehr genug Alk. Oder den verkaufen wir immer noch, oder? Dann muss ich mal eben den Handel ausschalten. Dringend. Okay, ja, den Alk, den verkaufen wir, glaube ich. Das geht gar nicht. Handel? Nee, tun wir nicht. Seit das Konto abgerissen ist, tun wir das nicht mehr. Nobelpreis, ich komme. Ja. Wir brauchen mehr Alkohol. Unsere erste Tonne. Also, unsere erste Tonne Kaffee. Ja. Super. Ich glaube, das Problem ist unsere Ökobilanz. Wir haben gleich einen Forscher. Oh Gott, Effizienz auf 60% reduziert wegen unserer Ökobilanz. Das ist das Problem. Ich glaube, ich muss mal eben was gegen die Ökobilanz von minus 420 tun auf dieser Insel. Das geht nicht so. Da muss ich leider eingreifen. Ich habe nur nicht genug Beton im Moment. Wie geht's in unserer Hauptbevölkerung? Okay, ist alles im grünen Bereich. Naja, im grünen Bereich. Wir haben jetzt wieder hier was. Ich muss nur gucken, wie viele ausgezogen sind. Wir müssen wieder einziehen lassen. Gerade die Ingenieure. Arbeiter. Ingenieure, die ziehen ganze Zeit immer ein. Was? Warum sind das denn immer noch nicht voll? Weil wir... kriseln. Wir kriseln. Mal einziehen. Auch euch hätte ich gerne mal bitte zieht ein wieder, weil ihr seid garantiert ausgezogen, die Angestellten. Sind sie nicht? Die Angestellten sind alle noch da. Lol. Gut. Ich mag die Angestellten. Heute habe ich eine Standpauke vom Chef bekommen. Oder endlich in der Abteilung 7 versetzt. Hast dich noch gerade so rausgeredet. Ja! Hast du es endlich hingekriegt? Nein. Natürlich. Yates! Ein Bauvorhaben im Dienst der Wissenschaft. Was hast du jetzt Yates gesagt? Yates. Ah, okay. Schon sagen, was? Burger, 200 Tonnen. Her damit. Alles, was ich tragen kann. Naja, jetzt wollen sie, naja, viel Zeugs. Mehr Burger, her damit. Alles, was ich davon tragen kann. Den Trimaran, das Beton drauf. Jetzt könnten wir auch Hightech...
Verschlechterung im Gesundheitszustand der Bevölkerung registriert. Ja, vielleicht kriegen wir das ja noch irgendwie hin. Aber nur vielleicht. Wieder drei Schiffe voll beladen mit Goodies ab nach da unten. Wow, Alter. Wir spielen wirklich jetzt 4 Stunden oder 5 Stunden. Jetzt, diese Aufnahmesession geht 2 Stunden 15 mittlerweile. Shit, also die dritte Staffel. Richtig. Nein, die dritte Staffel haben wir unterbrochen zwischendurch. Das ist nochmal eine Stunde mehr. Oh, fuck, ey. Oh, krass, ey. Ich hab doch gesagt, ich hab Bock auf Anno. Das meinte ich ernst. Oh, fuck, ey. Ah. Fuck. Unser Alk steigt wieder, warum auch immer er gerade dann gefallen ist. Wahrscheinlich, weil sie nichts anderes hatten, haben sie angefangen zu saufen. Ich greif lieber zur Pulle. Ökobilanz ist so schlecht, dass der saure Boden uns hier echt Probleme macht gerade. Wenn das hier anfängt zu regnen, ist die Produktion im Arsch. Boah. Seuchengefahr. Gesundheitszustand der Bevölkerung stabilisiert. Oh, fuck. Das große Problem ist, wir haben Forscher. Und mit den Forschern kommt die Kriminalität. Nicht nur die Kriminalität, die fangen auch an, sich nicht mehr zu waschen. Oh nein, das mit dem Waschen, das fängt mit den Ingenieuren an. Unser Alk fällt schon wieder. Er stagniert mal wieder, dann fällt er mal wieder. Das ist nicht gut. Also, wir haben ja noch nirgends mal Champagner. Also, echt. Nako. Ey, du, ich bin beschäftigt. Du idelst gerade da hart. Also mach was. Wir können ja gleich expandieren. In der nächsten Folge. Also in der übernächsten Folge. Primaran, haben wir Stahl an Bord? Noch nicht, jetzt aber. Dann hätte ich gerne noch Beton. Darf ich jetzt gerade nicht mitnehmen. Nicht zu viel zumindest. Werkzeug. 13. Bauzellen. Und ab nach da oben. Was mache ich hier gerade? Das frage ich mich auch. Was du da Ich wollte Dingens kaufen. Nicht kaufen, sondern mitnehmen. Sondern, ja, du verstehst. Nein, eigentlich nicht, aber mach weiter. Gut. Das bedeutet mir sehr viel. Dass ich weitermachen darf. So. Ich bin gerade echt hart damit beschäftigt, nur unsere Versorgung zu deckeln. Ich komme gar nicht dazu, wirklich auszubauen. Ich habe jetzt aber endlich Stahl, das heißt, ich kann endlich Uran abbauen. Ja, die Versorgung decken, das ist... Boah, unsere Kohle steigt langsam, Öl steigt, das Öl ist auch da. Plastikdosenproduktion ist immer noch zu klein. Oder hart an der Grenze. Also es läuft sehr gut. Läuft schleppend, aber es läuft. Ich bin optimistisch. Bist du auch nur wegen den Substanzen, die du einnimmst? Nein. In dem Moment, wo ich das baue, wird die Produktion gestoppt. Warum? Ich bin ja so eigentlich der Realist. Mal so. Du siehst also das, den Zug auf dich zukommen, anstatt das, genau. Das Licht am Ende des Tunnels, ja? Genau. Deswegen errechne ich mir super Chancen, dass wir Keto besiegen. Auf schwer. Wir werden sie besiegen, aber wie lange das dauert, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ist der Trimaran da? Ja, ist er gut. Dann brauche ich wieder... Das ist so nervig mit dem Kontor bauen, Kontor abreißen. Alles an Material abladen. Dann können sie auch vielleicht ein paar Burgerscheibchen mitnehmen und ein bisschen Plastik. Bisschen Plastik? So, das Schiffchen kann schon wieder zurück. Wo ist eigentlich... Habe ich hier noch irgendwo Baumaterial auf einem Schiff? Nein. Trenchcoat ist nicht da. Mein allerbester Freund ist nicht da. Ja, das würde uns aber einen unglaublichen Energieboost bringen. Wenn wir da unten die Kohlekraftwerke abreißen können, dann wird die Produktion von allem und vom Alkohol vor allem viel besser laufen. Wenn wir die Kohlekraft lahmlegen können. Das dauert aber, bis wir so ein Ist mir schon klar, aber das wäre trotzdem geil. Dauert bestimmt eine Stunde oder so, der Bau. So, ich habe 2 Uranminen angelegt jetzt gerade. Vor allem, ja, ich meine keine Sprengstoffe. Du erforscht das und wenn du das sockelst, ist es sofort gebaut. Genau. Eigentlich müsste es ein Monument sein. Theoretisch ja. Dass du das immer mit kontinuierlich Material versorgen musst und der dann langsam wächst. Das wäre eigentlich logisch, richtig.
Genauso wie ich gerne so ein riesiges Flottenschiff haben möchte. Teragi, brauchen wir Uran als Rohuran oder als Brennelemente? Als Roh, beziehungsweise als schwere Waffen. Gut, 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 gut. Dann baue ich nämlich jetzt keine Uran. Wir könnten auch ein AKW bauen, aber dann verschwenden wir unser Uran. 700 bin ich hier gleich im Minus mit der Ökobilanz. Heilige Scheiße! Wir wären also auch noch eine schwere Waffenrüstung. Das ist kein Problem. Wenn ich sie haben will, dann baue ich sie. Ich brauche nur dafür noch ein paar Tycoon-Ingenieure. Etwa doppelt so viele, wie wir jetzt haben. Danke. ETO vertraut bei diesem Auftrag auf ihre U-Boot-Auftrag. Was den konkreten ich bitte Sie, lassen Sie sich doch kein X nach für ein U vormachen. So. Wie sieht denn mein Status aus? Kann ich alles schon wieder abholen hier? Na, lohnt sich doch nicht. Was sagt das? Kerosin? 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 Oh, wir haben genug Kerosin, keine Sorge. Und wir haben auch mittlerweile wieder 90 Tonnen Carbon. Ja. Kann ich gleich auch mal ein Schiff mit beladen, aber erstmal muss ich hier unten einmal abladen. Alter, die fressen rein gar nicht ihr funktionelles Essen. Willst du dich jetzt beschweren, dass du zu viel davon hast? Ja. Das ist doch viel zu langweilig. Halt die Klappe! Hä? Was? Wie? Wo ist das Kerosin hin? Ich habe es in die Arche geladen. Achso, ich wollte schon sagen. Wie? Warum fällt der... Warum sind nur noch 26 Tonnen da? Wo sind die hin? Ich habe es in die Arche. Boah, der Ragi, erschreckt mich nicht so. Keine Angst, kleiner Anakku. Mach mich nicht kaputt. Jünge, warum hast du nichts gelernt? Schau dir den Didan. Der hat sogar einen Auto. Aber voll krass. Beton nehme ich auch nochmal mit. Kann ich auch mal eben nach da oben nochmal schiffen und mit dem Ding. Aber voll krass hart wo Auto. Wo fährt die gerade hin, die Per... Oh, sie ist die Kate. Ich habe gerade einen roten Punkt auf der Mini... Da ist sie wieder. Da fährt ein roter Punkt auf dich zu. Hast du da oben irgendwo gerade was? Ja. Aber nicht mehr. Es fährt immer noch auf dich zu. Jetzt hab's considered, okay. Es ist aus. Gut. Es ist aus mit dir, Keto. Ich wundere mich nur gerade, warum da ein Schiff hinfährt, ey. So. Einmal die Burger alle einsammeln. Dann einmal die Plastikdosen alle einsammeln. Prima-Rahmen müsste auch gleich da sein. Trimaran. Ich kann eigentlich aufsteigen. 16 Laboranten, wow. Das Aufsteigen mal auf der Hauptinsel so langsam. Obwohl, nee, bloß nicht, wir haben die... Oh Gott, wir haben die höheren Bedürfnisse noch alle gar nicht gedeckelt. Wir haben noch kein Champagner, noch nix. Alles ist so perfekt. Ich hab glatt das Gefühl, das Leben ist nicht real, sondern ein Computerspiel. Fuck. What the fuck? Noch 8 Tonnen. Das war ein Zitat vom guten Herrn... Ich weiß, ich kenne das Zitat. Forscher. Herrn Forscher? Wer ist Herr Forscher? Herr Forscher halt. Ich habe wieder 3 randvoll beladene Schiffe mit Staffel da unten. Vor allem jeder Forscher in unserer Stadt hat den Forschungspreis gewonnen. Warte bitte kurz, bevor du da ein Kontor baust. Ich bin auf dem Weg mit 3 Schiffen. Randvoll beladen. Übrigens, die Folge schon seit einer Weile vorbei. Oh, gut, dann haben wir jetzt eine Folge mit Überlänge. Wunderbar, dann machen wir jetzt mal einmal kurz hier sofort den da. Das habe ich gerade bei diesem diplomatischen Dingens gesehen. 4 Minuten müssten wir jetzt Überlänge haben oder so. Ja, mein Gott, dann ist das halt eine Folge mit Überlänge. Wir haben beide verpennt. Was soll's? Who cares? Ich habe hier noch so einen Wecker. Ich habe den einfach ausgemacht und weitergespielt. Ja, ist doch geil. Gut, dann jetzt hier ein etwas schnellerer Cut. Und ja, habt halt 5 Minuten oder so. Mehr oder 4 Minuten. Umso besser für euch. Dann fängt schon in der nächsten Folge die erste Phase wieder an. Ja, ist doch geil. Ja gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Verborgen zwischen den Felsen der Tiefe des Ozeans entschlüsseln Wissenschaftler der TECS die Geheimnisse des Meeresbodens. Innovative Technologien erschließen die neuen Schätze der Tiefsee.
Die Techs erforschen das Geheimnis einer mächtigen Energiequelle. Ein Kraftwerk, das geothermische Energie nutzbar macht und die Techs in eine neue Zivilisationsstufe führt. Die Technologien bescheren der Bevölkerung endlich die erhofften Energiereserven und sorgen für Wohlstand und Reichtum. Beeindruckende Monumente werden errichtet und neue Produktionsketten über und unter Wasser entstehen. Doch die neue Technologie ist nicht ohne Gefahren. Anno 2070, die Tiefsee.